Wissenschaft ist kein Selbstzweck, sondern soll auch der Gesellschaft dienen. Dass auch wichtige Entscheidungen für die Zukunft wissensbasiert sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass diese Entscheidungen, die getroffen werden, wirklich auf belastbaren Informationen beruht, die eben auf sauberer Wissenschaft basieren. Wissenschaft ist immer ergebnisoffen. Das heißt also, selbst wenn man Ergebnisse findet, die vielleicht nicht dem Mainstream entsprechen, sollte man sie weiter verfolgen. Man sollte sie eben nach allen Seiten abklopfen. Denn ohne Zweifel kann es auch keinen wissenschaftlichen Fortschritt geben. Forschungseinrichtungen, Universitäten müssten meiner Meinung nach der Forschung noch mehr Freiheit geben. Im Moment ist leider die Entwicklung sehr stark auf Drittmittel gesteuert. Das heißt also, man hat so eine Art Auftragsforschung, das ist per se nichts Schlechtes, aber Wissenschaft lebt natürlich auch davon, dass man über den Tellerrand hinausblickt und gerade in unserer heutigen sehr stark vernetzten Welt ist es wichtig, dass man einfach Zusammenhänge durchschaut und dass man eben systemisches Denken an den Tag legt. Gesellschaft muss sich auf etwas verlassen können. Wissenschaft ist auch Wissenschaft für die Gesellschaft. Und gerade in der heutigen Zeit, in Zeiten des Internets, der sozialen Netzwerke, der es so viele konkurrierende Meinungen gibt, die mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander stehen, ist es wichtig, Orientierung zu haben. Wer, wenn nicht integre Wissenschaft, kann diese Orientierung liefern.